Was ist ein Briefing? Wenn ich nun diese Werbekampagne über eine Werbeagentur laufen lasse, das heißt, ich mache das nicht selber, sondern ich mache eine Ausschreibung, die man übrigens Pitch nennt, ein Pitch, ja, und dann legen dann Werbeagenturen Konzepte vor, um den Auftrag zu bekommen. Und ehe man das alles macht, also beim Erstgespräch mit der Werbeagentur oder sagen wir, wenn es konkreter wird, macht man ein sogenanntes Briefing. Und ein Briefing ist sozusagen die Kurzfassung dessen, was der Kunde will. Professionelle Werbeagenturen haben hier Checklisten, wo sie gewisse Dinge abklären. Sonst machen die da irgendwas, der Kunde sagt, so habe ich mir das überhaupt nicht vorgestellt. Also das ist ja sowas von daneben. Na, also das versucht man in diesem Erstgespräch festzuzurren. Also ein Briefing ist das Festzurren der Eckpfeiler der Kampagne, damit es nachher keine Schwierigkeiten gibt, damit es möglichst wenig Missverständnisse gibt und damit es nachher auch keine Rechtsstreitigkeiten gibt. Weil hier kann es durchaus ja mal um hohe Budgets gehen. Ein Festzurren oder Festschreiben der Eckpfeiler der Kampagne. Also, welches Budget hast du dir vorgestellt, lieber Kunde? Welche Werbekanäle hast du dir vorgestellt, lieber Kunde? Welche Inszenierung hast du dir vorgestellt? Ja, ich möchte das eher mal so witzig. Ich möchte das eher wissenschaftlich aufgezogen haben. Ja, irgendwie sowas. Ja? Und dann fragt der von der Werbeagentur nach, damit er aus dem Kunden herauskitzeln kann, was der sich eigentlich so vorstellt. Wenn er sich denn was vorstellt. Wenn er sagt, ich lasse euch hier völlig freie Hand, ihr könnt das viel besser, ihr seid die Profis, ist gut. Dann steht im Briefing nach bestem Wissen und Gewissen der Werbeagentur. Ja? Aber wenn er da Vorstellungen hat, dann muss die Werbeagentur natürlich erstmal den Kunden zufriedenstellen, weil der bezahlt. Ja, das ist teilweise eine verrückte Situation. Letztlich arbeitet die Werbeagentur dafür, dass es dem Kunden gefällt, aber es ist längst nicht sicher, ob es der Zielgruppe des Kunden gefällt. Ja, das ist oft so eine Sache. Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja? Und da bei der Werbeagentur, in der Briefing-Sitzung, sitzt der Angler und nicht der Fisch. Der Fisch sitzt da nicht. Ja, es muss aber den Fisch schmecken. Ja, die Art der Inszenierung muss den Fisch ansprechen, sodass er anbeißt. Aber da sitzt der Angler.